Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, die Sims 3. So, es ist Mittwochmorgen und ihr müsst jetzt erstmal aufstehen. Wupp. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie anders drehen soll zum Spielen, aber so bin ich es jetzt gewöhnt. Ups. Naja, wird schon gehen. Und ja. Dann gucken wir mal. Die Grafik jetzt noch so richtig. Ich komme hier mal ein bisschen durcheinander. Ja, passt. Gut, dann schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Heute müssen wir wieder einkaufen. Einkaufen. Was laber ich? Arbeiten. Bett machen. Essen nehmen. Damit es nicht mehr so viel Zeit, bis die Arbeit losgeht. Mhm. Exakt in einer Stunde. Wir schaffen hier noch was zu essen, um mit dir noch ins Bad zu gehen. Wir probieren es einfach, ne? So, du kannst danach noch aufräumen und dann bist du fertig für die Arbeit. So, Hundi futtert gerade was. Möchte... Ja... Jetzt isst du erstmal was und Katzi kratzt. Katzi ist fertig, Katzi kann mal benutzen. Und dann hier auch was essen. Oh, Hundi. Ich glaube, ich spinn. Ausschimpf für Ferkel sein. Nein. Ausschimpfen. Ausschimpfen für Ferkel sein. Schimpfen. Und dann... Was ist jetzt hier drin? Keine Ahnung, kann ich nicht sehen. So, Ente reinmachen. Und dann ab zur Arbeit. Und du machst es gleich. So, stopp. Hier, kauen. Und... Katzi muss immer noch pipi. So, okay. Dreck müssen wir dann nach der Arbeit wegmachen. Und jetzt packen wir die lieben Tierchen erstmal wieder. Oh oh, Rechnung. Ach ja, da war ja was. Jetzt packen wir die lieben Tierchen erstmal wieder an die Arbeit, um Geld zu verdienen für unser Hausbau. Oh, wir müssen die unbedingt waschen, die arme Katze. Aber die mag uns ja noch nicht so. Mit keiner. Da müssen wir unbedingt erstmal anfreunden. Hart arbeiten und. Hart arbeiten, bitte. Yay, Gehaltserhöhung. Sehr schön. Möchte ich wieder dreimal die Zähne putzen? Ja, warum nicht, ne? So. Oh, jetzt regnet es ja schon wieder. Eieieiei. Naja, Herbst halt, ne? In 4 Tagen ist Winter. Bis hier müssen wir den Regen draußen. Um Gottes Willen. Katzi, alles gut? Hundi ist jetzt aber kaputt. Lass mal den eigenartigen Sim. Und geh mal lieber nach Hause was essen. Oh, hallo, ihr seid ja wieder da. Gut, ja, du kannst hier säubern und dann ein bisschen, hier, aufwischen. Ein bisschen was spielen. Und du kannst jetzt erstmal Groni mit Käse machen, dann die Rechnung bezahlen und dann dich mit Katze anfreunden. Ist Hundi jetzt auch schmutzig? Ja, nass nur. Okay. Aber der bräuchte auch sozial. Zuneigung, Bauchkraulen, Zuneigung streicheln, Zuneigung Schmatzer, Bürsten, Reden. Machen wir das mal alles. Wenn er aufgegessen hat. So, Katze, du kannst jetzt auch mal heimkommen. Sobald du fertig bist mit Jagen. So, auf geht's. Schafft ihr es? Mich irgendwie hinzustellen? Hm. Jetzt hat. Okay.
Wie gut sind wir denn mit ihm? Ja. Alle verstehen sich, nur die Katze nicht. Mann, 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 Mann. Immer diese Katzen, ne? Schaffen wir es jetzt noch, einfach mal stehen zu bleiben? Oh. So, wo ist das Essen? Aufräumen. Nochmal versuchen. I, stinky Katzi. Telefon, Telefon, Telefon. Ist Hundi auch stinkig? Nee, war gerade. Dann war das wegen der Katze. So, Hundi geht's jetzt wieder gut, ja? Gut, dann kannst du jetzt mal hier schnell selber duschen und danach schnappen wir uns das Kätzchen. Du kannst hier noch ein bisschen kauen. Kätzchen muss nämlich erst noch ein bisschen kratzen und essen und Pipi machen und dann geht's los. Jetzt kommen wir hierher, dann essen wir gleich noch was. Ach ja, hier saubere Wäsche holen. Lass mal das Pieseln kurz. So, und dann loben für Jäger sein. Und loben für nicht zerstörerisch sein. Und mal Hand beschnuppeln lassen. So, auf geht's. Bei dir passt noch alles. Du kannst ihn ja mal loben. Und nochmal den Bauch kraulen und ein Leckerchen geben. Wenn du es jetzt mal schaffst, gut zu kochen. So. Ist die jetzt wieder sauber? Nee, sah nur so aus. So. Jetzt wird sie uns nochmal beschnüffeln. Nee, reden mit. Reden mit. Nochmal Hand beschnüffeln lassen. Dann bürsten wir sie mal. Dadurch wird es hier vielleicht auch schon sauberer. Und danach Gericht nehmen. So, und wird sie dadurch sauber? streicheln. Wird sie dadurch sauberer? Ja, wird sie. Super, wir müssen sie gar nicht waschen. Hand beschnüffeln lassen. Streicheln. Reden mit. Und dann kannst du dir auch mal ein Gericht nehmen. So. Und du, mein Kleiner, kannst jetzt noch mal ein bisschen hier Sammelobjekte erschnüffeln. Ich weiß, es regnet, das ist blöd, du bist gerade frisch gebürstet und so. Aber so ist das Leben. Willst du jetzt mal essen vielleicht? Okay. Du kannst auch noch mal... Ach, wir können auch draußen pieseln. Das ist ja super. Und dann müsst ihr noch mal raus in den Regen. So, ihr esst jetzt schön. Und dann könnt ihr euch ja noch mal... bekotzen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Fragen, ob Sim gut geschlafen hat. Ne. Und dann romantisch. Überschwänglicher Kuss. Umschmusen. Auf geht's. Ich weiß, ihr seid müde. Aber mein Gott, so ist es halt. Ihr müsst unbedingt schreiben und Interviews führen. Können wir denn mit ihm ein Interview führen? Schutzbitten plaudern. Seht ihr das irgendwie? Irgendwas Interviewmäßiges? Spezial? Nö. Ich sehe da kein
interviewen. Gemeinsam lernen. Nö. Naja. Da. Was? Hat er gerade unser Techtelmächtel abgelehnt? Er ist unser Freund. Warum lehnt er das ab? Hallo, bist du blöd? Warte, ich will doch gar nicht fahren, ich will auf Meer. Es gibt nicht mehr. Warum will er denn jetzt nicht? Bist du mit ihm kaputt? Da, echte Mächteln. Go. So, kratzen, schlafen. Hä, was ist denn jetzt mit euch im... Gut. Dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Gut. Warum auch immer ihr jetzt nicht wollt. Ist mir auch egal. Dann lasst es halt. Wollte sie nicht das Klo putzen? Dann macht es doch auch. Eieieiei. So. Dein Sim ist zu müde. Ja, die sind ja für alles zu müde. Oh. Nein, das macht sie. Dann schlaft halt erstmal. Nein, du nicht. Jagenfähigkeit perfektionieren. Oh. Wie weit sind wir denn? Wir sind schon Level 8. Verkaufen. Oh, 700. 23. Und wir können gleich was zusammenbauen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Katze ins Bett. Du hast Chipstüten mitgebracht. 12, 24 und 5. Nicht das Größte, aber besser als gar nichts. So, Hundi, jetzt konstruiere mal und dann ab ins Bett. Jetzt können die nämlich hier was zusammenbauen, was sie gesammelt haben. Achtung, und schwupp. Zum Beispiel ein wunderschöner Hydrant. Können wir jetzt verkaufen für 1000. Sonst können wir nichts zusammenbauen, oder? Nö. Gut. So, dann wird mal geschlafen. Wir haben jetzt wieder 2000 Simoleons. Wir könnten jetzt theoretisch zumindest... Ups. Nee, will ich nicht. Lass mich, ich will keine Store-Produkte. Könnten wir zu... Oh nein, wir haben die Macaroni vergessen. Warum kann ich das jetzt da nicht mehr hinmachen? Warum? Wegen dem... Dings? Ja, okay. Dann hängt er halt da. Wobei da eigentlich das Telefon auch sehr hübsch aussehen würde. Oder hier. Geht nicht weiter runter, oder? Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie... Nee. Okay, dann lassen wir ihn einfach da stehen. Und können hier noch eine Pflanze hinmachen. Irgendeine hübsche Pflanze vielleicht. Puh. Nehmen wir die. Die ist für alles immer ganz hübsch. Und wir haben dann noch hier das... Telefon ein. So. Ne? Und vielleicht noch hier eine schönere Tapete. Da hatten wir doch mal dieses... Irgend so ein schönes Schwarz, was mir ganz gut gefallen hat. Das war das da, genau. Ich will das aber nicht überall.
Ach so, ja, okay, ist es auch nicht gut. Genau hier so fürs Wohnzimmer hätte ich das gerne. Aber nicht überall. Also hier, so, das finde ich ganz cool. So in dem Anfangsbereich. Oder vielleicht auch noch mal überall hin, außer hier. Hier machen wir dann, das ist einer. Nee. Das jetzt mal hier hin machen und das jetzt einfärben. Und da jetzt alles hell. Geht das? Naja, das ist ja jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Wenn ich hier so was mit Grau mache. Wunderschön. Ich möchte fast kotzen. Nur weiß, einfach eine schöne weiße Wand. Wenn wir es mal mit einer schönen weißen Wand. So. Wenn das hier alles so bunt ist. Genau, und hier sind dann so die coole schwarze Wand. Okay. Könnten wir uns jetzt irgendeinen coolen Tisch leisten, ist jetzt die Frage. Esstisch. Irgendwas, was zu diesen hübschen Stühlen passt. Ja, sehr gut. Dann kannst du dich auch mal wieder verabschieden. Und die Knochen kurz auf die Seite. So. Okay, wir haben jetzt hier schon mal den Esstisch. Ne? So. Und hier dann den Fernseher. Das ist doch schon mal ganz schick. Okay, ich verkaufe den Baum. Der ist nämlich viel wert und wir essen ja doch nichts von, weil wir uns nicht trauen. Halbwand. Omis, nee. Glas wäre okay. Oder das? Nee. Welle? Nee, nee, nee. Nehmen wir Glas. Irgendwie, dass wir so einen Arbeitsbereich halt haben. Das geht nicht, ne? Ne, Sims 3 geht das nicht. Wupp. Den Boden finde ich eigentlich ganz hübsch. Hier den Teppich. Auch in dem Grau. Aber wir könnten es ja zumindest ein bisschen weitermachen. Ich weiß nicht. Nee. So ist okay. Vielleicht hier aber das alles weiß. Schön schlicht. Oder gibt es noch irgendwas anderes Hübsches? Na, hübsch. Ja, schon. Okay. Na, das sieht nicht so gut aus. Das sieht edel aus, aber jetzt nicht sonderlich begeistert. Ja. Wäre schon schick, aber das passt halt von den Farben überhaupt nicht. Wenn wir das grün einfärben. Moment. Grün. Wird es dann was? Wenn wir das so machen? Oder ist es zu viel? Schön übrigens noch die Macaroni. Ist das zu viel oder ist es eigentlich ganz cool? Also ich finde es eigentlich ganz cool. Lassen wir es mal so. Wir können ja hier so eine Halbwand hinmachen. Moment. Oh, wir haben kein Geld mehr. Hier so vom Esstisch. Also man muss halt dann hier rumgehen mit dem Essen, aber dann ist es zumindest. Oder wir machen es anders, dass wir hier die Wand machen zwischen. War ganz ruhig. Zwischen, ich sag mal, Wohnzimmer und Essbereich
Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann färben wir das noch ein. So. Und dann kann man da in Ruhe essen. Vielleicht noch mit einer schönen Vase. Genau. Kann man hier schön essen. Und dann hier rumgehen. Und hier ist dann schönes Wohnzimmer. Ah, langsam. Es geht nicht weiter. Okay. Vielleicht noch so ein Beistelltischchen. Aber die wirken ein bisschen zu groß. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so... Nee, das ist jetzt nichts. Ein Kaffeetisch. Kleine Spielzeuge hier. So war es dann schon eher, ne? So. Gut, dann färben wir das jetzt noch ein. Schwupp. Perfekt, genau so wollte ich's. Genau. Gut. Gut, gut. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Können wir uns noch die Zeitschriften leisten? Ja. Zeitschriften können wir uns noch leisten. Noch irgendein Stapel. Ja, die sind zu groß. Weil es halt so College-Bücher sind, ne? Machen wir. So, dann färben wir die noch ein. Eins grün, eins orange. Eins bläulich. So. Können wir mit denen auch irgendwas machen? Nee. Gut. Was ist das? Wischiwaschi-Tücher. Brauchen wir jetzt nicht. Gut, dann haben wir hier schon mal so Kaffeetisch. Sitzen, Kaffeetisch. Und hier die Uhr. Genau. Jetzt haben wir kein Geld mehr, ne? Machen wir die Uhr mal dahin. Das hier. Ich würde gerne hier schon zwei Fenster haben. Können wir uns aber nicht leisten. Naja, dann lassen wir es erstmal so. Sieht auf jeden Fall schon mal ein Stückchen schicker aus. Okay. Gut, dann war es aber jetzt auch erstmal wieder mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.